Moin! Wow! Wow! Hello! Wow, sexy Playboy! Keine sexy Playboys. Guckt euch das mal an! Ach du Scheiße! Hier sieht's ganz. Also, es sieht hier immer schlimm aus. Aber jetzt sieht es wirklich ganz schlimm aus. Das liegt daran, letzte Woche war 3 Tage Fernsehdreh. 3! Ich habe noch nicht wirklich aufgeräumt. Wir haben danach weiter gedreht. Ich habe nicht wirklich aufgeräumt. Und jetzt müssen wir diese Woche... Nicht wirklich aufräumen. Doch! Wir müssen den ultimativen Gaming-Tisch bauen, den wir später auch verlosen. Nämlich an einen von euch. Das Problem ist, es sieht vielleicht auf der Kamera nicht so aus, weil wenn ich da gucke, sieht super weitwinklig aus, aber es ist alles brutal vollgemüllt. Hier liegt schon unser Holz, trotzdem wollen wir alles da hinten aufräumen, weil es ist ja nicht nur so, dass wir diese Woche den Crazy Gaming Tisch bauen. Ungefähr nächste Woche gefühlt ist der Umzug. Also wir müssen dann sowieso Platz haben, weil alle Maschinen raus müssen. Also wir räumen heute auf und... Mara hat gar keinen Bock. Wir haben ein Problem. Ich komme hier nie wieder raus. Lukas bleibt jetzt für immer und ewig im Lager. Also zumindest bis wir umziehen. Eine Sache ist schon klar. Wir räumen jetzt auf für den Dreh, für den Umzug. Vergesst es. Vergesst, was ich gesagt habe. Das müssen wir also mal neu machen. Das ist wenn so. Das die BG sieht. Oh Gott. Alles cool. Alles und gut. Alles gut? Lebst du noch? Lass mich deinen Siegerface sehen. Okay, ciao. Was ich da gerade weggeräumt habe, war ein Riesenhaufen Nuss. Und Nuss brauchen wir, weil wir für unseren Crazy Gaming Tisch, den wir zusammen mit PC Game Pass und Total War Warhammer 3 bauen, Nuss brauchen. Und ich habe ewig gesucht. Wie lange hat das gedauert? 3. Sehr lange. Lukas und ich haben den Freitag genutzt und hier wirklich alles durchgesucht, um... Es sieht natürlich so später nicht aus, aber um tatsächlich das Beste rauszusuchen, was wir haben, echt richtig schöne Filetstücke, die von vornherein schon recht gerade sind. Denn ihr konntet live bei Instagram oder mehr oder weniger live bei Instagram abstimmen, was für Material der Tisch haben soll. Ihr habt euch für Nuss entschieden, genau deswegen nehmen wir das auch. Aber der Tisch wird groß und deswegen mussten wir Platz machen. Mara hat keinen Bock und er hat auch keinen Bock. Schießt hier schon wieder welche Tischtennisbälle rum. Können wir jetzt endlich anfangen zu arbeiten? Eine Stunde später. Wir drehen die ganze Zeit, weil wir natürlich auch noch normal drehen müssen. Und Mara... Mara frisst die ganze Zeit was. Aha. Und ich frage mich, was frisst sie? Ich gucke, es sind die Filzgleiter, die wir auf diese Zwingen geklebt haben. Und unser kleines Dummerchen... geht direkt wieder zum Tatort und sucht nach mehr. Mara hat einfach die ganzen Filzdinger abgeknubbelt, die wir mühevoll da drauf geklebt haben. Ich konnte sie ihr noch aus dem Mund nehmen, Stück für Stück, aber tatsächlich muss sie schon die einen oder anderen vorher gefressen haben. Die fehlen nämlich komplett. So, das weg. Da ist nämlich gerade noch was gekommen. Zuallererst, was macht denn unser Boy hier? Ich arbeite ausnahmsweise mal. Wie denn? Ich bin gar nicht da. An was arbeitest du denn? An unserem Setup. Oder wo sollen die neuen Videos herkommen? Cameraception. Wow. Nein, tatsächlich, Lukas bereitet schon einiges vor, weil wir, wie gesagt, ein wunderbares Projekt haben. Und da sind jetzt auch ein paar Teile gekommen. Die Abdeckklappe meiner Kamera und ein Kabeldurchlass. Aber hä? Eins... Drei Pakete Kabelmanagement? Du willst doch nur einen Tisch bauen. Ja, Moment mal, aber hier liegt doch die Nussplatte und was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Kommt mal mit, das gibt's doch gar nicht. Hä? Velcromat? Ihr hattet die Möglichkeit, zwischen Nuss und Velcromat abzustimmen und ganz, ganz viele von euch waren für Nuss. Aber ziemlich viele waren auch für Velcromat. Was viele nicht wissen, außer vielleicht die Leute, die mir bei Twitch folgen, ich bin ein ziemlich... Ja, ich game gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der krasseste Gamer, aber ich bin auch teilweise sehr nerdig. Ich habe einen krassen Hang zu Herr der Ringe und vor allen Dingen auch zu Warhammer, weil ich das Universum einfach crazy finde. Und wir machen jetzt ja hier eine Warhammer-Kampagne. Und deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen, die auch auf dem beruht, was ihr gesagt habt.
Ich werde nicht eine Tischplatte bauen, sondern zwei. Einfach nur, weil Warhammer mega geil ist. Das da hinten wird eine super, super schlichte Nussplatte. Das wird sozusagen der Preis, für den ihr abgestimmt habt. Wir werden aber trotzdem eine Warhammer gebrandete Platte aus Welkschmidt bauen, die im Prinzip genauso groß ist, alle Gadgets hat wie der andere Tisch, aber halt auf Warhammer gebrandet ist. Einfach, weil ich es mega nice finde. Und mir haben tatsächlich auch einige geschrieben und gesagt, Digga, es wäre so geil, wenn du das ein bisschen aufs Spiel beziehen könntest. Weil das ja sozusagen etwas ist, was ich jetzt dauernd erwähne. Und es gibt halt, die Leute, die Warhammer geil finden, finden das sehr, sehr geil meistens. Und so ist es bei mir auch. Aber weil ich halt weiß, dass es auch ganz viele andere gibt, wollen wir natürlich auf jeden Fall zwei Tischplatten machen. Damit der Gewinner, falls er Warhammer vielleicht nicht ganz so geil findet, trotzdem den geilsten Tisch der Welt hat. Also müssen wir zwei bauen. Alle Gadgets habe ich doppelt bestellt, auf ein paar Sachen warten wir noch. Das Ding ist, es gibt nicht nur ein Tischgestell mit zwei Tischplatten, einer super krassen Nussplatte und einer Welkschmidt-Platte. Es gibt auch den Orion 5000, dazu zwei 24 Zoll Monitore, Maus und Tastatur und auch noch ein richtig krankes Philips Hue Lichtpaket. Das ist einfach mega, mega wild. Das wird wirklich, glaube ich, das krasseste Gewinnspiel überhaupt in der Gaming-Szene, einfach weil der Hauptpreis sehr, sehr nice ist. Wir geben uns super viel Mühe, den besten Tisch überhaupt zu bauen. Und nochmal, ihr konntet entscheiden, wie dieser Tisch werden soll. Und das finde ich einfach mega cool, weil es nicht einfach nur irgendwas ist, was ich irgendwie baue, sondern ich baue das, was ihr haben wollt. Ganz, ganz wichtig, das Gewinnspiel findet auf Instagram statt am 27.02. Hier ist der Account von Predator Dach. Guckt da auf jeden Fall vorbei. Ich habe ihn unten auch nochmal verlinkt. Da wird das alles stattfinden. Jetzt Tischtennis. Oh, chillig, chillig. So, ich habe gewonnen, er steht da frech, die Hunde sind auch schon aufgeregt, wir müssen jetzt loslegen. Deswegen ist der Vlog jetzt zu Ende, aber ihr könnt natürlich gerne den Werktag-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen, denn ich werde in Zukunft sowas nochmal machen. Ein Gewinnspiel zu machen, wo ihr selber entscheidet, was es gibt und vor allem, dass man den Gewinn so ein bisschen anpasst an das, was ihr wollt, finde ich mega, mega nice. Ich freue mich extrem drauf, das jetzt bauen zu können. Vor allen Dingen auch zwei Platten, eine schlichte aus Nuss und eine im Warhammer-Stil. Das wird sehr, sehr geil. Und für alle, die jetzt sagen, oh Digga, Warhammer, A, Warhammer ist der Hammer, zieht euch das rein. Und B, wir machen es natürlich nicht so, dass es komplett überladen ist. Es wird auf jeden Fall mega, mega nice. Nichtsdestotrotz, ja, fangen wir jetzt an. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.